Hallo und herzlich willkommen zur letzten Lilien Insight Folge der Hinrunde und wir blicken heute auf das bewegte Jahr der 98er zurück und zwar zusammen mit Erik und Yannick aus dem A-Block und wo würde das besser gehen als in der Lilienschenke? Ja, herzlich willkommen Erik und Yannick. Wir blicken heute mal auf das ereignisreiche Jahr 2016 der Lilien zurück und mit euch habe ich zwei Experten. Ihr geht beide in A-Block schon seit ewigen Zeiten. Erik, du bist auch noch Fanbeauftragter und ihr habt dieses Jahr wirklich jedes Spiel gesehen, gell? So ist es ja, jedes Spiel. Also haben wir hier die pure Expertise sitzen, sozusagen. Und dann steigen wir doch auch gleich mal mit einem ganz aktuellen Thema ein. Darmstadt 98 ist auf Trainersuche, Norbert Meyer ist weg. Wen wünscht ihr euch denn da so? Also jemand jüngeren, unverbrauchten oder doch ein bisschen einfach ein älterer, der ein bisschen Erfahrung hat? Ja, ich halte nichts von den älteren Fraktionen. Ich sag jetzt mal Namen wie Slomka, Lukai, Fronzek. Neururer, ja gut, ist jetzt so ein Stammtischtrainer geworden. Nee, also ich bin für jemand etwas Jüngeres, kann auch komplett unerfahren im Profifußball sein. Ja, haben wir ja auch mit dem Herrn Schuster dann gehabt, der von den Stuttgarter Kickers damals kam und uns ja bis in die Bundesliga geführt hat. Wie gesagt, das Präsidium wird sich für jemand Gutes hoffentlich entscheiden und ich bin mal gespannt. Ich sag mal so, ich lasse mich überraschen. Ganz einfach, also ich hab da keine Vorstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin aber auch, was so diese Thematik angeht, sehr emotionslos. Ich schaue mir jeden Trainer an, ich schaue mir jeden Spieler an und gebe denen auch die entsprechende Zeit und dann bilde ich mir ein Urteil, wenn ich der Meinung bin, dass ich mir jetzt ein Urteil bilden kann. Aber von Anfang an bin ich da relativ entspannt, was das Thema angeht. Ein Name, der jetzt wieder hier ein Thema ist auf einmal, ist Dirk Schuster, der beim FC Augsburg nicht weiter Trainer ist. Jetzt gibt es viele, die sagen, Karl, es war doch so erfolgreich und so schön mit dem, hol den Dirk doch zurück. Was meinst du? Ja, also ich hätte nichts dagegen, wenn der Schuster hier wieder Trainer werden würde. Er kennt uns wie kein anderer. Er hat uns dahin geführt, wo wir sind. Ich denke auch, Großteil der Mannschaft wird auch wieder wie eine Einheit, wie jetzt schon auch unter dem Ramon Berndtrot in Freiburg, zusammenstehen, füreinander kämpfen und die alten Tugenden wieder aufleben lassen. Muss das Präsidium wissen, ob sie ihn holen möchten oder ob er sich überhaupt vorstellen kann, ja, hier nochmal Trainer zu werden. Ja, das ist die erste Voraussetzung und ich denke auch ein Großteil hätte nichts dagegen oder würde ihm seinen Abgang nochmal verzeihen. Ja, aber wäre das nicht so ein bisschen vielleicht wie eine Ex-Freundin zurücknehmen, weißt du, was ich meine? Dass ja, das so das zweite Mal... Man sagt ja immer, aufgewärmtes schmeckt nicht, ja, außer Gulasch. Nee, aber... Ja, jeder hat eine zweite Chance verdient, jeder macht Fehler. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Fehler war, von ihm zu gehen. Ja, er hat es so gewollt. Aber wieso nicht? Ja, du kannst auch wieder einholen jetzt und wir steigen sang- und klanglos ab mit 11 Punkten und ja, tun uns dann in der zweiten Liga schwer. Ja, du weißt nicht, was die Zukunft bringt. Aber ja, wie gesagt, er kennt noch Großteile der Mannschaft und ja. Andere Veränderungen, also eben, du hast es schon angesprochen, wenn man es jetzt mal die 98er vor 10 Jahren vergleicht, hat sich der Verein ja auch einfach geändert. Erik, du bist jetzt angestellt, du bist einer der hauptamtlichen Fanbeauftragten. Sind jetzt auch viele Fans jeglicher Couleur so dazugekommen? Wie steht ihr denn da dazu? Ja, also es gibt positive Aspekte wie negative, ja. Also wie gesagt, es gibt dann Leute, die kommen hier nur ins Stadion gegen die Bayern, gegen Dortmund, ja. Die sich da die Mannschaften mal angucken wollen, weil sie halt hier in Darmstadt mal spielen. Und sonst interessieren sie sich nicht für die 98er, ja. Aber es gibt dann halt auch welche, die dann halt wirklich in der Zweitligasaison oder jetzt halt auch mal in der ersten Liga hingekommen sind und dann auch ewig bleiben, ja, oder für Jahre auch bei der 98er bleiben. Und sowas brauchst du halt, ja. Der Stamm muss wachsen. So ist es, ja. Also ich bin ja auch grundsätzlich jemand, der eigentlich immer so erstmal die positiven Aspekte hervorhebt. Und in dem Fall ist es halt einfach besonders schön zu sehen, wie viele Kinder es mittlerweile gibt, die mit Lilientrikots rumlaufen, die sich wirklich auch offen zeigen als Lilienfans. Gab ja auch Zeiten, haben sich viele Kinder geschämt, in der Schule mit dem Lilientrikot rumzulaufen. Und das ist halt mittlerweile nicht mehr so. Die Kinder tragen mit Stolz das Lilientrikot und ich finde allein das ist schon unglaublich schön zu sehen. Ja, das war so unsere Generation. Also bei mir im Jahrgang waren mehr Eintracht-Fans. Ja, genau. Also
viel mehr. Ja, natürlich. Wurdest du ausgelacht, ja, wenn du da zu 98er gegangen bist. Genau, aber wenn man heute mal auf irgendwie auf den Sportplatz geht und da spielen irgendwie Kinder gerade Fußball, dann haben die einen Bayern-Trikots an, die anderen Dortmund, aber es laufen auch viele mit Linien-Trikots rum. Ja. Und das, finde ich, ist einfach jetzt ein positiver Aspekt des Erfolgs und hat halt auch was mit dem Erfolg zu tun, das ist klar. Ja, was auch immer wieder gesagt wird, ist, dass die Zusammenarbeit hier bei Darmstadt 98 zwischen Verein und Fans einfach so unfassbar gut funktioniert. Das ist ja einfach auch ein Riesenverdienst von dir, Erik, als Fanbeauftragten und auch Alex und natürlich viel noch drumherum. Ja. Aber kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen? Warum funktioniert das denn so gut? Also ich würde mal so sagen, der Ursprung eben dieses enger Zusammenrückens zwischen Fanszene und Verein, der liegt halt in dieser Zeit 2008, 2009, wo es uns wirklich schlecht ging. Also dagegen sind die heutigen Probleme ja Pillepalle im Prinzip, wo wir Insolvenz anmelden mussten und so. Da habe ich so, da sehe ich so mal die Wurzel, wo wirklich Verein und Fans zusammengerückt sind und ganz eng miteinander zusammengearbeitet haben, um den Verein wieder zu retten. Und ich finde, dieser Geist hat sich eigentlich dann weitergetragen in die Jahre danach und er lebt eigentlich bis heute auch noch. Und ich denke, das ist so ein ganz großer Aspekt, der eine Rolle spielt, warum das eben jetzt auch so eng zusammenläuft und wir auch wirklich im ständigen Austausch stehen, in ständiger Kommunikation miteinander sind. Fans haben die Möglichkeit, sich zu äußern und Ideen einzubringen, auch wenn sie Probleme haben, das einzubringen. Also ich glaube, da sind wir auch, also es gibt es nicht so oft in der Form. Viel Vertrauen da. Viel, oder? Vertrauen, da ist sehr, sehr viel Vertrauen. Es gibt auch verschiedene Kommunikationswege, die wir gehen können mittlerweile, wo sich wirklich Vereinsführungen und Fans auch treffen können und wo sie miteinander an einem Tisch sitzen, sich austauschen und sowas. Also da ist das Vertrauen auf beiden Seiten ganz, ganz groß. Ja. Also das heißt, dass im Prinzip immer die eine Seite weiß, was die andere bezwecken will und ihr als Fanbeauftragte, ihr seid praktisch dafür da, dass eben keine Missverständnisse auftreten. Genau, dass A, keine Missverständnisse auftreten, aber das halt auch zusammenzubringen, dass wir dann auch wirklich dann eben mal einen Tisch, runde Tische oder sowas organisieren. Dann gibt es aber auch sowas wie einen Fanbeirat, wo halt wirklich Fans aus dem ganzen Stadion mitwirken und daran teilnehmen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten des Austausches. Hier. So, dann habe ich auch noch was für euch. Wow. So, sind das die Lilien Inside-Tassen. Dankeschön. Super. Danke. Ja. Können wir einen Kaffee oder einen Tee draus trinken, auch im neuen Jahr. Ja, kann man immer gebrauchen. Genau. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, ne? Danke. Ich danke auch. So, das war's auch schon wieder für heute und auch für dieses Jahr. Frohe Weihnachten und lasst's euch gut gehen. Gute und ciao, euer Colin.